Herzlich willkommen zurück zu Marvel's Avengers mit Arezu. Ich bin Arezu und ich habe kurz nachgeguckt, wie die verschiedenen, also wie Kryo und Gamma funktionieren. Und Gamma bringt tatsächlich einen Dot, der sich auch noch ausbreitet. Das heißt, das ist für diese Mission wesentlich besser. Und ja, ich schätze, wir werden mal wechseln auf unseren Winter Soldier hier. Dann gehen wir ins Charaktermenü, gucken uns mal an, was wir hier so haben. Plasmaschaden. Die Granaten verursachen Kryo-Schaden bei ihm gerade. Okay. Nicht Kryo. Doch, Kryo. Ach, verdammt. Kryo-Schaden will ich gar nicht. Okay, dann gehen wir mal zum Außenposten. Was wir jetzt dann machen müssen, ist, wir laufen zu den verschiedenen Händlern, gucken, ob wir Zeug bekommen, das Gamma-Schaden verursacht. Und wenn wir sowas finden, dann kaufen wir es. Am liebsten hätte ich mit ihm jetzt etwas, das mit den ganz normalen Kugeln Gamma-Schaden verursacht. Dann wird die Mission für Nick Fury auf einmal wesentlich machbarer, ne? Nahkampfangriffe stellen Willenskraft wieder her, solange Überladen aktiv ist. Okay. Langweilig. Langweilig. Messerangriffe verursachen Schockschaden. Falscher Schadenstyp. Takedown-Funke. 19,3 Chance, dass Takedowns den Buff helfen. Achso. Ja. Gut, haben wir noch was anderes? Wir hätten hier Munition. Pym-Partikelkugeln. Fernkampfangriffe mit Kugeln verursachen Partikelschaden. Ja, aber genau das Falsche eben hier, ne? Mhm. Gut, und das war auch schon das. Das heißt, wir gehen... Moment, wir gucken uns das hier genau an. Messer Magma, bionischer Arm, letaler Schock, okay. Und hier haben wir Pym-Partikel-Munition, okay. Wir merken uns das für den Fall, dass die tatsächlich an jedem Ort das gleiche haben. Das wäre nämlich ein klein bisschen doof. Hm. Okay, am pazifischen Nordwesten haben wir die Substation Zero. Ich dachte, dort wäre der Ameisenhügel. Ich habe mich geirrt. Ist aber auch vollkommen irrelevant. Ziel wird angesteuert. Yay! Wenn man hier tatsächlich zu den verschiedenen Händlern gehen muss, bei den Ladezeiten, die das Spiel hat. Da bin ich nicht davon überzeugt, dass das die beste Lösung ist. Okay. Ja, wir bekommen Gruppierungsrangbelohnung. Sehr schön. Danke. 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 Ich glaube, zwei Namensschilder hatten wir dort. Okay. Oh, noch eins. Verteidigungswert... Es sind zumindest andere Dinge auf jeden Fall, das ist gut. Und was haben wir hier? Chance beim Erleiden von Schaden abends hier eine Shield-Ladung zu aktivieren. Was bringt uns eine Shield-Ladung? Nein. Unverwundbarkeit, langweilig. Shield-Ladung, langweilig. Und höhere kritische Trefferchance. Okay, das ist alles nicht, was ich brauche. Ausrüstungshändler. Beste reaktive Graviton-Ladung. Okay, der hat auch nochmal unterschiedliche Dinge, ne? Das sind nochmal andere Dinge als die, die wir schon hatten. 21,5 Chance, dass Siege über mit Gamma belegte Gegner den Schadensbuff gewähren, der den Schaden erhöht, solange aktiv. Und Unterstützungspunkte. 19,3 Chance, dass das Aktivieren einer Unterstützungsheldenfähigkeit den Buff Heldenaufladung zugewählt. Okay, das hier ist was Zusätzliches für Gamma-Schaden, aber... Oh, ich sehe gerade, wir haben hier die... wir haben sogar das Gamma-Symbol. Aber das macht keinen Gamma-Schaden, oder? Das arbeitet nur mit Gamma-Schaden zusammen? Ich bin nicht ganz sicher. Aber zumindest sehe ich jetzt, wir können das hier sehr schnell dann sehen. Okay, ich würde sagen, wir holen uns das einfach.
Würden wir hier irgendwo angezeigt bekommen, wenn wir Gamma-Schaden machen? Wahrscheinlich nicht. Okay, auf zum Ameisenhügel. Na. Und Utah Badlands und Außenposten. Hat Wakanda einen eigenen Laden? Ich bin nicht ganz sicher. Obwohl doch, die haben den Kerl, der mit dem Schamanen geredet hat, telepathisch. Und sich beschwert hat, dass der Schamane mit ihm telepathisch redet. Vielleicht müsste ich auch mit allen Helden einfach mal durchschalten und gucken, wer jetzt gerade zufällig Gamma-Zeug hat. Ich glaube, Roy war hier vorne. Na. Okay, haben wir hier irgendwas mit Gamma? Nein. Leider nicht. I'm over here, if you want to chat. Cool, cool, cool. Look how you like. Yay, Gruppierungsrangbelohnung. Noch ein Haufen Fragmente und das war's. Okay. Gar kein so großer Haufen. Sehr viel Zeug mit Pim-Partikeln, was durchaus Sinn ergibt. I'll just be here if you don't mind. Und nächste Station, Wakanda. Einen Gruppierungshändler auf der Chimera gibt's nicht, ne? Das würde keinen wirklichen Sinn ergeben. Nur den Ausrüstungshändler. Was bedeutet, dass wir einfach Kisten jagen müssen, ne? Bis wir das vernünftige Gamma-Zeug bekommen haben. Was eben gleichzeitig auch hilft, sein Equipment hochzubringen, seine Kraftstufe hochzubringen, was ja auch wichtig ist. Weil wir ja noch eine nervige Mission haben. Moment, da müssen wir lang. Aber das ist auch nur ein Ausrüstungshändler. Aber könnte auch Gamma-Zeug haben. Oh, aber das ist Power-Angriffe. Ja, das ist für den Panther leider. Okay, dann müssen wir wohl einfach auf Missionen gehen. Missionen möglichst mit vielen Kisten. Jetzt weiß ich auch nicht, gibt es hier bestimmte Dinge, die... Also gibt es bestimmte Missionen, die besonders viel Gamma-Zeug zum Beispiel geben? E gibt Details hier. Zufällige ISO-8-Splitter-Fragmente, Units, nee. Okay, wir sind gerade... Für die Utah Badlands sind wir wahrscheinlich gut ausgestattet, ne? Vielleicht gäbe es doch noch was. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass es irgendwelche Länder gab, in denen man das besser sammeln könnte. Aber es kann durchaus sein, dass es einfach durch ein anderes Spiel drin ist. Codex Aktenset. Korrumpiertes Vibranium. Nein, das hilft uns alles nicht weiter. Das sind die ganzen Protokolle, die wir uns anhören könnten, aber nicht anhören werden. Hat das Spiel nicht verdient? Nee, ich meine, das meiste haben wir nicht vollständig, deswegen... Wir können das nicht so gezielt jagen. Nee, okay, dann... Verbrauchsobjekte. Haben wir hier vielleicht irgendwas, das uns Gamma-Schaden gibt? Nee. Okay. Dann... Oh Mann, vielleicht können wir noch irgendwas anderes... das mit irgendwas anderem kombinieren. Also, Einsatzziele im Menü. Wieder im Einsatz, Gegner mit Kryo- oder Gamma-Status-Effekt-Schaden besiegen. Ja, versuchen wir, aber... Nicht so einfach. Fragmente Verbrauchs...
Und das scrollen, runter scrollen, runter scrollen. Besser gemeinsam machen wir nicht. Haben Herausforderungen machen wir nicht. In der Ödlande der Zukunft durch Takedowns Leute besiegen. Und okay, Ödlande der Zukunft sollten wir mal uns angucken. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir dafür erstmal in Futur Imperfect reinwechseln müssen. Ich mach's sicherheitshalber. Aber Moment, da können wir ja momentan sowieso noch nicht wirklich was machen, ne? Obwohl, wir können in den Ödlandbunker gehen. Ja, okay. Dann wechseln wir. Verschneite Tundra, Avengers. Achso, ja, das ist das. Okay. B für Operationen wählen. Und Futur Imperfect. Da. Ödlande der Zukunft. Und Ödlandbunker. Los geht's. Wir sollten uns auf jeden Fall auch nochmal angucken, was das hier, was die Mission jetzt gerade war. Oh, ich sehe gerade, Countdown abbrechen geht mit Q. Können wir das eventuell auch draußen machen? Nicht nur, wenn wir schon hinter dem ersten Ladebildschirm waren. Was? Nein, Moment. Ich bin... Ich bin im falschen Helden. Okay, du hast nicht zufällig ganz viel... Nein, kein Gamma-Zeug bei. Einmal ein bisschen Gamma-Zeug, aber ich glaube, das hier sorgt nur für... Ja, niedriger Gamma-Schaden. Yay, toll, wir... Ach, hier dürfen wir wahrscheinlich Bucky gar nicht einsetzen. Tja, das ist dann doof. Ich frage mich, ob der Hulk intrinsisch Gamma-Schaden macht. Wenn ja, wäre es eventuell sinnvoll, ihn einfach zu spielen, ne? Aber der Hulk spielt sich so schlecht. Okay, da wir auf dem falschen Helden sind. Bleiben wir hier nicht so lange. Höherstufige Ausrüstung angeblich verfügbar, aber er wählt nichts davon aus. Dann lassen wir... Oh, toll, ich komme nicht mehr raus. Okay, so, jetzt haben wir's. Ja, aber die ignorieren wir. Und da haben wir eine Gratiskiste. Kamala, wie bist du hier schon hergekommen? So, okay. Da hinten haben wir noch ein paar Kisten. Ah, aber dafür müssen wir recht weit rausgehen, ne? Ja, wir haben 17 von 25 jetzt. Nein, du bist keine Kiste. Ich will Kisten. Da haben wir eine Kiste. Ah, hier haben wir den Eingang. Und... Okay. Gut, darf ich das jetzt machen? Danke. Yay, Button Mashing. Na, los. Wunderbar. Und... Oh, gleich zwei Kisten. Sehr schön. Nicht wirklich das Beste jetzt, aber... So eine Ausrüstung. Aber es ist Zeug. Da, wir nehmen's.
Da hinten haben wir etwas, was noch eine Kiste sein könnte. Oh, mir fällt gerade auf, Bunker sind sowieso sehr gut für die Kisten, weil wir 3-4 Kisten dann am Ende immer haben, ne? Aim Units on Radar. Wusste doch, dass ich da eine gesehen habe. So, nur noch 5. Das heißt, nach der können wir auch einfach mal losgehen. Und zack. Okay. Oh, und wir sind sogar weiter in die Nähe unseres Ziels geflogen, wie es aussieht. Das ist gut. Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Ich dachte eigentlich, ich würde weiter davon wegfliegen. Aber das ist gut. Das hier gefällt mir. Vielleicht sind wir doch weiter weggeflogen, aber einfach nicht so weit, weil die ganzen Kisten in der Nähe waren. So, und... dürfte nicht so schwierig zu finden sein, wenn es hier drin ist. Na, zeig dich, Bunker. Da ist er. Sehr schön. Ja, kein Problem. Ja, wahrscheinlich müssen wir dann mit Thor hier nochmal reingehen. Also die mächtige Thor. Sie kann ja sehr schnell auch Takedowns machen, ne? Oh, noch eine Kiste, sehr schön. Da oben wäre noch eine Ressource, aber interessiert mich nicht. Was immer ein guter Hinweis darauf ist, dass die das Ressourcenmanagement und so sehr gut hinbekommen haben. Leute? Hat mich allein gelassen? Warum? That'd be expensive. And I'm afraid you'd break it. I'm afraid you'd break it ist nicht das gleiche wie ich hätte Angst, dass du sie kaputt machst, sondern es wäre und du würdest sie kaputt machen. Und ich fürchte, du würdest sie kaputt machen. Ja, okay. Sieht schon ein klein bisschen imposanter aus. Und jetzt verwechsel ich ihn vielleicht nicht mehr die ganze Zeit mit Gegnern. Ich bin ein bisschen überrascht, dass man das tatsächlich wechseln kann. In der Mission. Ich meine, ich sehe keinen lore-technischen Grund, warum es nicht gehen sollte, aber... Okay, wir haben hier die 3. Wir haben hier die 4. Okay, das war einfach. Code verification complete. Authorized personnel required for code authentication at the vault. Okay. Don't look now. Ja, Takedowns bekommen wir hier gerade nicht wirklich, ne? Hm.
Aber ist auch nicht wirklich nötig. Hallo. Oh, da hinten haben wir Ausrüstung, die uns Gamma bringt. Nee. Wendige Absicherung. Kann ich das im Kampf wechseln? Ja, tatsächlich. Oh, okay. Gut, 3 und 4. Achso, ne, 3 und 4 war es jetzt. 1, 4, 2. Hier haben wir nichts. Hier haben wir die 2, okay. Das war die 5, wenn ich es richtig gesehen habe. Hier haben wir die 1. Und die 2. Sehr schön. Na. Oh, Hulk hat sich schon um den Hacker gekümmert. Gut. Ja, beste Methode, sein System zu sichern. Einfach alle Hacker smashen. Beste Methode für Cybersicherheit zu sorgen. Aua! Takedown! Ach was, uns geht's gut. Oh, danke, Kamala. Charging EMP. Please stand clear of the vault. Und letztes bitte. Authentication complete. Initiating 2534. So, hoppala. Da war ich zu doof zum Fliegen. Kann schon mal vorkommen. Ich glaube, die 1 haben wir überhaupt nicht gebraucht jetzt. Okay, wo? Okay, wie sollte Jarvis das wissen? Er kann... Obwohl, ich meine, er hat die ganzen Daten, die wir hier rumschleppen, ne? Blitzprotosynthoid als Hacker, okay. Oh, ne, Moment, da hinten haben wir noch einen. Oh, auch ein Blitzprotosynthoid. Ja, wir sollten uns mal heilen. Hast recht, Tony. Ich glaube, so kann ich keine Takedowns machen, oder? Yay! Mind your step, finde ich
nettes Detail da. Okay. Hier haben wir eine Kiste. Hier haben wir eine zweite Kiste. Und keine weiteren? Ah. Okay. Ich muss ja sowieso nochmal wegen der Takedowns her, deswegen ist das jetzt kein wirkliches Problem. Looks like you secured the contents of the vault. Ja, wirkt fast so. Ah, Moment, für die... mir fällt gerade ein. Wenn ich hier Bucky nicht benutzen kann, kann ich wahrscheinlich auch nicht die Mighty Thor benutzen. Yay, Pimpartikelzeug. Ach Gott. Well done, Avengers. I will endeavor to uncover more available vaults. So, Zeugs. Schön. Fortfahren, danke. Gut, dann. Hate wechseln. Ja, sie ist nicht drin. Ah. Wer kann noch gut Takedown? Okay, ich will hier mal schnell was nachgucken. Er hat auch keine Gamma-Ausrüstung hier direkt. Schwere Angriffe. Bei Zorn eventuell. Ferner wird der Gamma-Schaden aller Angriffe um 15% erhöht. Willenskraft. Okay. Weniger Schaden durch Gamma-Angriffe. Aber... der Gamma-Schaden aller Angriffe um 15% erhöht. Das würde bedeuten, wir kommen auf 15%, wenn wir gar keinen haben, oder? Okay, wir machen das. Machen das. Kataklysmus braucht Stufe 15. Ja, die verschiedenen Takedown-Dinger auch, ne? Nee, okay, bevor wir uns dazu hinreißen lassen. Andererseits, was hätten wir sonst so noch für eine Wahl gerade? Hawkeye. Du warst angenehm zu spielen, ne? Du hast nicht zufällig Gamma-Ausrüstung bei? Nein. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich auch mit ihm nochmal die ganzen Läden durchgehen. Marktplatz. Kann man vielleicht für Credits sich Ausrüstung kaufen? Wenn ich das erinnern würde, dann wäre ich sehr sauer, aber gleichzeitig irgendwie erleichtert gerade. Bis zum 31. März, dann ist alles nur noch über Spielwährung kaufbar. Wie sieht's bei dir aus? Oh, du hast Fernangriffe mit Sprengpfeilen verursachen Gamma-Schaden, der liegt... Aha, okay. Eventuell müssen wir hier gleich... Okay, wir wechseln hier zurück. Wir müssen auf Sprengpfeile wechseln, was nervig ist, aber... besser als nichts zu haben, ne? Den mal aufräumen. Okay. Gut, dann gehen wir in die Ödlande der Zukunft, fahren wir gerade, ne? Für was doch gleich? Für Takedowns. Moment. Ödlande der Zukunft. Noch eine Kassette und 48 Takedowns. Okay, kein Problem. Kein Problem.
Und ja, das hier sind Kampagnenmissionen, die wir jetzt eigentlich nicht machen. Toll, ich darf das hier nicht mal mit ihr machen. Achso, doch, Moment, wir sind nur gerade... Das ist jetzt ganz schön. Das wird hochskaliert zur maximalen Heldenstufe, die wir hier hätten. Zur maximalen Kraftstufe, die wir hätten. Aber die maximale Kraftstufe ist nicht, die wir die Mission mitnehmen dürfen. Das heißt, wir bekommen stärkere Gegner. Weil wir versuchen wollen, einen Einsatz hier zu erledigen. Okay. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter das Kommentare und adios.